Eine Frage. Ich sehe hier Ösen. Ja. Wie montierst du das? Kabelbinder ist doch logisch. Stefan, bücken. Einmal mit Profis arbeiten, ey. Moin zusammen, willkommen bei einem neuen Video hier auf dem Kanal Schwungvoll. Heute mal mit etwas ganz anderem, nämlich meinem geschwungenen Balkongen. Balkonkraftwerke ist für alle sicherlich inzwischen ein Stichwort. Und ich habe mir dann auch gedacht, in Berlin wollte ich es machen, jetzt mache ich es in Bremen. Und dann kommst du hier an so einen Balkon und der ist geschwungen. Also, und Wind ist hier auch, wir sind in der 5. Etage. Was kann man da tun? Und ich habe wirklich überlegt, wen kannst du anrufen? Und eigentlich fällt mir da nur ein einziger Name ein. Und wenn euch das interessiert, bleibt dran, weil den holen wir uns jetzt dazu. Und dann erzählen wir euch, was man hier machen kann. So, und tada! Moin Leute, hi! Na, mein Freund, lange nicht gesehen, ne? Ja, ich bin wieder in Bremen. Ja, Gott sei Dank. Ja, oder? Da habe ich auch die ersten Videos gemacht, 6 Jahre her, ne? Oh, ewig, echt. Ionic, mein erster Ionic, der dann im UFO-Geräusch in deine Halle kam. Da kann ich mich gut dran erinnern. Ja. Stefan, was hast du für ein Problem? Ich habe einen gebogenen Balkon. Und ja. Ich möchte jetzt Balkonkraftwerke installieren, ja? Und das Problem. Ja, pass auf. A, hier ist viel Wind. Also jetzt heute mal nicht. Ich habe schönes Wetter bestellt, also soll draußen stehen. Welche Etage? 5. Ja, bis 16 Meter haben wir erstmal keine Probleme. Das ist ja keine 16 Meter, oder? Ich habe keine Ahnung. Boah, schätzen wir mal. Nicht? Aber Wind ist heftig. Genau an der Weser, kein Spaß. Windlastzone 4 Plus ist das hier. Siehst du weißt ja wieder mehr als ich. Auf jeden Fall, da jetzt ein Balkonkraftwerk zu montieren, was wir dann mit irgendwie 600, zukünftig 800 Watt betreiben dürfen, können, wollen. Irgendwann mal, ja. Man munkelt, dass das kommt. Und das Ganze aber auch am besten so, dass man jetzt zum Beispiel nicht, wenn die Sonne von da aus kommt, den da das Licht im Schlafzimmer macht. Ja, gibt es doch nur eine Möglichkeit. Jetzt. Laminate. Was? Laminate nennt sich das. Laminate. Das ist, also sind Kunststoffmodule, die biegsam sind. Ja, ich habe das mal auf meinem Wohnwagen gezeigt. Ich habe einen Wohnwagen als Knutschkugel und der ist hinten ja rund. Ja, ja, genau. Und da habe ich auch Laminate drauf, gebogene Module. Ist die ideale Sache. Und auch und das geht? Ja, das geht, klar. Die haben nicht so einen Ertrag, die Fußlichtfähigkeit ist nicht so besonders. Hm. Das ist alles ein bisschen schlechter. Nö, aber um gar nichts zu machen, ja, ist das immer noch die bessere Lösung, dass man ein bisschen was reinkommt. Ne? Und Balkonkraftwerke, weißt du, wofür sie da sind? Standby-Verbrauch ausgleichen. Ja, genau, richtig. Nichts anderes. Die Grundlast, ne? Einfach die so. Grundlast wegbügeln, deinen Kühlschrank wegbügeln. Genau so. Nicht? Und was du noch so an Verbrauchern da. Smart Home. Ja, ja, genau, Smart Home hast du ja auch. Ja, ja. Also, Laminate her. Okay. Ich kenne auch im Moment nur eine Firma, die es kann. Sunman hat Laminate. Okay. Ja, müssen wir Laminate besorgen. Ja, gut, dass wir da jemanden kennen, der sowas hat. Ich glaube, Sonnenladen.de. Richtig? Sonnenladen.de. Ja. Ja, das ist die Firma von Dennis und von Leo. Von denen habt ihr sicherlich schon gehört. Dennis hat angefangen mit Ladeinfrastruktur. Und Store in Charge war das damals, ja. Den gibt es immer noch, habe ich gehört. Ja. Nein, Store in Charge kennt ihr vielleicht vom Dennis. Ja, inzwischen machen die in PV und tatsächlich so Flexmodule oder so. Oder so. Wie nennst du sie? So ein Laminat? Laminate. Photovoltaik-Laminate heißt das. Photovoltaik-Laminate. Ja, das gucken wir uns jetzt mal an und vor allem, wie sowas montiert wird und wie aufwendig das ist. Übrigens, Laminate sind auch gut geeignet für alle Dächer, die die Last nicht tragen können. Es gibt ja unfassbar viele Dächer. Thema Schneelast und so? Schneelast, die also der Schneelast schon kritisch sind und die keine Photovoltaik machen können, weil da zusätzliches Gewicht drauf kommt. So ein Laminat, die Module haben ungefähr 300 Watt, wie ich knappe unter 5 Kilo, 3 Kilo, 3 bis 5, keine Ahnung. Mal, ne? Ist auch nicht so wichtig. Und du kannst natürlich auch die großen Dächer damit machen, das würde genauso gehen. Geil. Und du kannst sie kleben. Wollen wir so ein Ding mal angucken? Gucken wir mal. Gucken wir mal. So, Olga, das sind Laminate. Sunman Laminate, also Photovoltaikmodule ohne Rahmen, kann man auch sagen. Ja. Wir haben die sehr viel verkauft, wie wir noch Balkonkraftwerke gemacht haben. Ja. Und die sind sehr, sehr gut angenommen worden von den Kunden. Auch als Rahmenmodul, weil es als Rahmenmodul ja auch nichts wiegt. Aber Wahnsinn, also ich bin begeistert, wie dünn das ist. Ja, ne? Also, das ist nichts hier. Ne? Gucke, das kann, das kann ich so an einem Arm und ich bin nicht der Kräftigste. Jetzt, ja? Ne? Also wenn man hier mal drauf guckt, wie dünn es tatsächlich ist, ob man es überhaupt auf der Kamera erkennen kann. Also Hammer. Ja, und was du sagst, also was dein Wohnwagenbeispiel, ne? Ja, genau. Also, ich habe das beim Wohnwagen dann einmal so geknickt. Ja, knicken, ey. Solarmodule und knicken. Total geil. So, und dann siehst du hier schon Ösen. Ja, pass auf, genau. Jetzt meine Frage. Ich sehe hier Ösen. Ja. Wie montierst du das? Kabelbinder, ist doch logisch. Alter. Okay. Also, pass auf, Kabelbinder. Halt mal, ich hab da mal Kabelbinder organisiert. Du hast ja gesagt, Stefan, organisier mal vielleicht Kabelbinder. Ich habe da eine Idee. Aber spezielle Kabelbinder brauchen wir. Ja.
Liebe also, Kinder, das dürft ihr mit normalen Kabelbindern nicht nachmachen. Genau, der Onkel sagt euch, was das für welche sind. Was sind denn das jetzt für Kabelbinder? Das sind Kabelbinder, Stefan. Die haben einen Kunststoffüberzug und innen drin ist Metall. Ja. Das heißt, die können durch den Kunststoffüberzug nicht verwittern, sind UV-beständig. Ja. Und das Metall kann natürlich nicht komplett wegrosten und das Metall kann sich auch nicht einfach auflösen. Und die halten das tatsächlich? Die halten das, ja. Die haben die, du siehst ja, es sind ganz, ganz viele Ösen drin. Ja. Wir haben mit Sunman das schon mal erörtert. Es wäre eigentlich gut, wenn wir noch mehr Ösen hätten, dass wir noch mehr Möglichkeiten haben. Mhm. Weil du musst ja auch immer sehen, dass du irgendwo den Gegenhalt hast. Ne? Ja. Und das kann Sunman vielleicht irgendwann mal machen, dass sie einfach noch mehr Ösen, weil das ist ja kein Problem, hier noch eine Öse reinzudrücken. Nee, gar nicht. Und und die werden wir jetzt mal mit Metallkabelbinder anbauen. Mega, ey. Ja, jetzt ist das natürlich nicht so ganz einfach, weil wir sind hier oben im fünften Stock. Ja. Wir merken auch, dass hier Wind herrscht. Ja. Und es muss jetzt, wir sind nur zu zweit. Ja. Außer der Kameramann, der ist auch noch da, aber... Der hat zwei linke Hände, wie gehört. Ja, kann sein. Und ist noch ganz jung. Ja. Wir verraten nicht, wer das ist. Nein. Und wir müssen das über die Brüstung heben. Ja. Und dann muss einer schon Kabelbinder setzen. Ja. Möglichst schnell. Dass wir zumindest erstmal schon ein bisschen Last festkriegen. Ja. Kriegst du das hin? Ja, gucken wir mal. So, ich überlege mir noch, welche Rolle ich übernehme. So, jetzt kommt die nächste Frage. Wo ist denn deine Steckdose? Na da. Ja, dann wolltest du sie mittig haben? Oh, da habe ich noch nicht überlegt. Du. Gut, dann stellen das wir sie erstmal einfach dagegen. Nein, doch kann ja nicht viel passieren. Ja. So. Wolltest du zwischen beiden eine Lücke haben oder wolltest du sie nah aneinander haben? Also hier hinten würde ich ja gucken natürlich, dass du hier den ersten Dings mitnimmst und dann... Naja. Pass auf, du bist ja der Experte hier schlechthin, ja? Naja, ich meine, ich würde... Also pass auf, die werden ja so gehängt, dass wir hier zwischendurch gehen. Ja. Also hier ist eine Rille zwischen und dann hängen die da unten nach unten, ne? Ja, aber wir ziehen ja an den Balkongittern ziehen wir ja fest. Warte, wir ziehen im Prinzip... So. So, also so tief wolltest du die haben? Ja, ja. Nicht hier oben, sondern hier, dass sie hier raufgehen. Gut. Und unten mit den seitlichen hier ziehen wir an den Streben fest. Dann sind wir natürlich, was die unteren Füßen anbelangt, haben wir keine Befestigung. Haben wir nicht. Und das wäre die Frage. 1, 2, 3, 4. Die können wir auf jeden Fall nutzen. Und die anderen 4 wahrscheinlich auch. Und die anderen 4 auch. Die untere können wir nicht nutzen. Ja. Du, versuch mal klug. Ja, oder? Du, das ist ein Laminat. Das kann niemand in den Kopf einschlagen. Nee. Und es landet, ich hoffe, sogar heil und weich, wenn es nach unten fliegt. Selbst das, oder? Ich glaube, wenn das Ding runterfliegt und da unten ist jetzt nichts, was kaputt gehen kann, dann können wir es wieder hochtragen. Ja, versuchen wir einfach mal. Außer es landet irgendwo. Wolltest du sie noch mittig versuchen anzuordnen? Ja, das weiß ich nicht. Ich bin da sehr unentschlossen gerade. Ja, pass mal auf. Dann müssen wir jetzt mal... Also ich heb das jetzt mal rüber, ne? Es geht ja nicht anders. Einer muss es jetzt machen. Ach, du willst jetzt anfangen? Ja, ich fange jetzt einfach mal an. Willst du sie so lassen oder wollen wir noch ein bisschen? Das machen wir in dem One-Take, wa? Guck mal, da ist ein Schiff. Komm, los. Geht los. Alter. Weil ich habe natürlich das Problem, ich bin der Arsch jetzt, falls es mir aus der Hand rutscht. Okay? Ja. Alter. So, jetzt los geht's. Und dann gleich bitte auf der anderen Seite, ne? Mhm. Erstmal nur reinziehen. Mhm. Und zieht der Kabelbinder gut? Mhm. Zieh noch mal ein bisschen strammer. Mhm. Gut. Weiter. Alter Schwede. Da den nächsten. Wir montieren ein Balkonkraftwerk mit einem Kabelbinder. Also wenn die BG das jetzt sieht, ne? Ja. Aber ich bin ja privat hier. Ja, ja. Geht das? Ja. Hier durch. Wir haben einmal in Berlin oben bei Robin TV im 6. Stock, aber richtige Module. Da muss ich echt zugeben, da ist mir der Arsch auf Grundeis gegangen, wie wir rüberheben mussten. Und da wäre unter eine Straße gewesen. Ja, das ist sowas ist scheiße, ne? Ja. So, und jetzt müsstest du unten schon den untersten Lauf greifen. Ja, wenn ich das hier mal, der will nicht rein hier. Scheiße. Ich will den Spruch jetzt lieber lassen, was jetzt kommen würde. Ah, jetzt hab ich's. Guck mal. Der Schmuck, Alter. Hast du denn den Hausverwalter gefragt hier? Nee, das Guerilla PV habe ich gelernt. Okay, alles klar. Du bist wenigstens ehrlich. Na, im Moment ist ja die Diskussion... Habe ich das laut gesagt jetzt? Ja, die Diskussion ist ja im Gange. Man will ja genehmigen, dass die Leute alle was am Balkon machen können, ohne den Hausverwalter fragen zu müssen. Ja. Und da wehren sich natürlich die Hauseigentümer und die Hausverwalter gerade gegen, dass da so ein Wildwuchs herrscht. Ne? Genau und das hat natürlich die ganze Branche so ein bisschen wieder
ins Schwanken gebracht, die ganze Balkonkraftwerkbranche. Das ist sehr, sehr ärgerlich im Moment. Wo ist denn der aktuelle Stand? Du, ich weiß den im Moment selber nicht so richtig. Die 600 Watt gelten nach wie vor. Ja. Das ist das, was Ansage ist. Und mehr kann ich dir gar nicht sagen. Und die 800 Watt sollen durch. Dann ist die 2000er Grenze gestrichen worden. Ja. Das wollen die nicht. Ja. Aber mit den 800 Watt ist auch noch VDE am Machen. Weil VDE hat auch noch nicht Ja gesagt. Weil der Strom eben, du kennst ja die ganze Diskussion noch, der Reservestrom des B16er Stromkreises mit der 800 Watt Grenze weit überschritten wird. Ne? Das ist das Elend. So, wie weit bist du? Ja, ich habe jetzt, kannst du mich loslassen? Ja, loslassen kann ich erstmal. Jetzt musst du hier die beiden, glaube, das ist gut. Aber du hast eben schon gemerkt, es ist tatsächlich Windlast drauf. Ne? Ja. Und das ist ganz klar an Sunman jetzt. Leute, mehr Ösen, wesentlich mehr Ösen. Kabelbinder sind von der Dicke völlig okay. Ja, guck mal, die können wir nicht mal nehmen, weil der hier dicht ist, ey. Den machst du ein bisschen schräg, geht doch auch. Mach den hier. Guck mal. Oder so, geht auch. Ja, ist doch gut. Ja, klar würde ich das schräg machen, aber genau hier ist ein Schweißpunkt. Wir wollen das ja erstmal hauptsächlich festhaben, wir wollen es heute noch in Betrieb nehmen, ne? Aber ganz im Ernst, habt ihr schon mal so schnell die Montage von dem Balkonkraftwerk gesehen? Ja, auch noch. Vor allen Dingen so unprofessionell. Aber es ist tatsächlich so, wenn wir das mit unserem Montagesystem jetzt, viele wissen das ja, dass wir das Sen-System nehmen, Solare Energiesysteme Nord, dieses Einlegesystem, damit ist es natürlich deutlich länger. Ne? Und das ist auch ein Gefummel und wir können es natürlich nicht in Rund machen. Das geht auf gar keinen Fall. Genau, das meine ich ja. Sag mal, wo hast du die Kabelbinder her? Darf ich nicht sagen. Warum? Ja, weil ich habe die so noch nicht gesehen. Ich kenne die, dass die leichter zusammengehen. Ja, aber die sind schon gut. Aber ne, du merkst schon selber, da ist schon tatsächlich jetzt eben ein bisschen Windlast drauf. Aber jetzt wird es langsam. Merkst du das? Aber guck mal, jetzt vielleicht, das sieht ja nicht schön aus. Ne? Der ist ja wirklich so ein bisschen... Ja, genau. Aber das funktioniert, oder? Das ist dem Strom doch scheißegal, ob der über ein gebogenes Modul kommt oder nicht. Ne? Du musst da unten noch zwei ranmachen. Dass wir jetzt auch noch weiter anziehen. Ja, unten da auch noch. Ja, mach das nochmal eben. Aber das ist eine klare Geschichte, das lernen wir jetzt gerade, dass wir hier wirklich mehr Ösen brauchen, dass wir mehr Möglichkeiten haben, festzuzurren und vor allen Dingen sehr, sehr weit ranzuziehen an den Balkon. Das ist ganz entscheidend, dass wir keine Windlast, die unter das Modul greifen kann, das dürfen wir nicht haben. Das gerade nicht in der Höhe, die wir hier haben. Ja. Und das kenne ich tatsächlich von dem... Jalousie hier oben, also wenn da der Winter, der Windmotor knallt, da oben ist so ein Windrad. Ja. Wenn der Wind zu stark ist, fahren die hier automatisch die Jalousien hoch. Muss ja auch. Ja? Das ist ja, dafür sind die ja auch gemacht, dass sie dann hochfahren. Aber Stefan, mir fällt noch was anderes ein. Jetzt kommt's. Du hast ja gesagt, eben Guerilla-PV, ne? Ja. Das heißt, du bist noch so der alte, die alte Ansicht. Kein Marktstammdatenregister. Möglichst nicht anmelden und dieses ganze Zeug, ne? Na, jetzt, wo wir drüber reden und das zum Video wird, muss ich das wohl tun. Ist echt blöd, ne? Ja. Aber mir fällt was ein. Ja? Du bist ja hier sonnenmäßig super versorgt. Ja. So, jetzt bauen wir die Laminate an. Ja. Das kriegen wir irgendwann gleich zum Laufen. Ich sehe da aber eine Wand. Das ist doch geil, oder? Ja, also die Sonne, wenn sie da wäre, also die Sonne ist da. Ja. Die geht bis, also 16 Uhr habe ich hier. Ja. Habe ich hier Wand. Habe ich hier Sonne. Genau. Und was hältst du davon, wenn wir da normale Module hinmontieren? Hä? Ja, mit einem schönen Einlegesystem, dass es auch schick aussieht, musst du natürlich die Wand anbohren. Ja gut, Löcher kann man wieder dicht machen. Ja. Was hältst du davon, wenn wir das auch nochmal irgendwann angehen? Geht das einfach zu erweitern? Ja klar. Das heißt, du kannst diese Module mit einem Standardmodul hier erweitern? Genau, das ist kein Problem. Okay. Kriegst einen extra Wechselrichter, das machen wir doch irgendwann, oder? Du meinst, wenn die 800-Watt-Grenze gefallen ist? Mal gucken, ja, einmal das und vor allen Dingen... Wir gucken erstmal, was das für ein Ärger macht hier, okay? Ja, auf jeden Fall. So, es geht weiter. Es geht weiter. Ja. Oh. So. So, jetzt musst du natürlich den Arsch drehen, ne? Und nicht die Kabel da im Weg haben. Okay. Nö, wir müssen das ganze Modul drehen. Das ganze Modul drehen? Wie drehen? Wohin drehen? Ja, das ist unten. Ach so, echt? Ja, dann passt also das. Also so meinst du? Ja. Aber geht das jetzt mit den Kabeln? Hier müssen wir verlängern. Ja, aber so müssen wir es machen, weil du hast zu dem einen hier, ja. Zu dem oben, ja. Hast du mehr Abstand. Siehst du das? Alles klar, okay. Und deswegen... Gut, müssen wir Verlängerung machen. Ah, das ist ja kein Ding.
So, geht los. Ich bin hier nur für die Kabelbinder. Hauptsache erstmal fest. Ja. Hast du bei dem anderen alle Ösen genutzt? Alle, die ich erreichen konnte. Ja. Das ist jetzt quasi wie so ein, was macht man sonst wohl Balkone als Windschutz? Ja, das habe ich auch gedacht. Ne? Das ist ja. Ja, im Prinzip ist das ja nichts anderes als so ein Windschutz jetzt hier. Ja. Und Leute an Sunman, ne? Wäre natürlich auch geil, wenn man die in verschiedenen Farben kriegen könnte, ne? Um sich der Umgebung anzupassen. Oh, das wäre geil. Das wäre auch nicht schlecht. Dann sind wir nochmal richtig unauffällig. Leider sind natürlich Kunststoffmodule nicht unbedingt günstiger als normale Module. Das darf man immer nicht vergessen. Da sollen wir auch noch mal drüber reden, wa? Ja, so, jetzt erstmal da. Dann kann ich schon loslassen. Ja, also haben wir. Wahnsinn, ey. Wo ist der Wechselrichter? Das, im Zulauf. Im Zulauf, okay. Ihr sollt nicht verraten, habe ich gehört, dass wir den vergessen haben. Nein. Genau. Ne? Wir arbeiten hier nur mit Profis. Wir haben ein Taxi losgeschickt. Ja. Klimaneutral. Ja. Mit batterieelektrischem Antrieb. Oh, du, wenn ich meine Frau als Bauleiterin nicht dabei habe, geht alles schief. Ah, so. Wir haben auch nur die Gunst der Stunde genutzt, dass du hier rein zufällig gerade rumvegetiert hast. Ja, was mache ich hier eigentlich jetzt gerade? Du? 500 Balkone ausrüsten. Im Moment hast du eine tragende Rolle. Ja, so. Jetzt die restlichen noch. Und natürlich eins, Leute, wird gemacht. Stefan wird irgendwann einen Seitenschneider holen und diese ganzen Nupsis und die Pinopgas einmal schön hier machen, na klar. Abschneiden, dass es ein bisschen besser aussieht. Ne? Auf jeden Fall. Das ist jetzt ja nur mal eben, um zu zeigen, wie schnell man so ein Ding hier rankriegt. Ja, das ist, wenn man den Wechselrichter hätte, könnten wir auch in Betrieb nehmen. Ja. Müssen dem Taxifahrer gleich noch sagen, dass wir noch Verlängerungen brauchen. Die hat er angeblich. Was? Die hatte er angeblich. Er hat irgendwas von Kabel und Verlängerung gesagt, aber da könnte man dem Taxifahrer ja vielleicht noch einen Hinweis geben per Nachricht. Ja, können wir gleich machen. Wir kommen ja gleich sowieso nicht. Wenn du mit der Montage fertig bist, kommen wir sowieso nicht weiter. Dann machen wir eine kleine Drehpause. Oh ja, das ist süß, das ist krass gerade. Das ist echt ein One-Take, ne? Aber du siehst, wie schnell in so einem One-Take dann... Ja, das glauben ja wahrscheinlich viele nicht. Aber wenn man richtig hinguckt, da wird kein Schnitt drin sein. Weil das wirklich in Echtzeit jetzt passiert gerade, ne? Genau. Und da kann man ja den Leuten mal sagen, also das sind 300, 310 Watt Module. Die werden am Balkon ihre 150 bis 180 Kilowattstunden machen. In der senkrechten Montage sind wir ein bisschen weniger, als wenn die Module schräg auf dem Dach oder irgendwo auf der Wiese stehen. Ja, da bin ich gespannt, da werde ich natürlich auch drüber berichten. Natürlich, das musst du auch. Also kriegen wir hier so 360, sagen wir mal 400, gute unter Brüdern 400 Kilowattstunden zusammen. Und 400 Kilowattstunden, das ist dein Standby-Verbrauch in der Wohnung. Ja. Das ist normalerweise so. Das, ne? Da gehe ich auch von aus. Ja, und das ist natürlich ein Tagesverbrauch. Und klar kann man das auf Speicher erweitern, aber das ist aus unserer Sicht im Moment also nur was für Leute, die... Wenn es da jemanden gibt, dem ich einen Speicher testen soll, der draußen stehen kann. Ich habe ein Angebot bekommen für drinnen. Bringt nichts, ich bohre hier nicht. Den musst du da draußen stellen können. Der muss draußen stehen? Ja. Probiere ich gerne aus. Ja, Speicherlösungen sind so ein bisschen Liebhaberei. Ja. Aber wir sehen ja, die Leute, das haben wir jetzt in den vielen, vielen Jahren Balkonkraftwerk erkannt. Übrigens dieses Jahr jetzt 23 Jahre Balkonkraftwerke. Und wir sehen ja, dass die Leute, die ihre Kilowattstunden bei sich behalten wollen, die gönnen dem Netzbetreiber, Energieversorger einfach nicht eine Kilowattstunde. Und so ist es natürlich auch zu der Speicherentwicklung gekommen. Und auch wir rüsten sehr, sehr viele Balkonkraftwerke gerade nach mit kleinen Speichern. Das ist also auch eine super Sache. Wenn du jetzt von kleinen Speichern redest, das sind welche Größen? Die Leute wollen so haben zwischen 0,5 und 2 Kilowattstunden. Das bringt schon was? Das bringt schon was, ja. Okay. Das funktioniert. Und wir rüsten zurzeit sehr viel mit Victron um. Victron ist ein Hersteller aus Holland, der sehr viel Erfahrung hat. Und weil wir das auch im Notfall anmeldefähig kriegen, weil die Leute dann immer gieriger werden, immer mehr wollen. Und irgendwann müssen wir die Anlage natürlich anmelden. Wenn einer sich 3-4 kW irgendwo hingeschraubt hat, dann muss das auch angemeldet werden. Ja, Stefan. Nicht schön, aber selten, würde ich sagen. Handwerklich nicht korrekt, aber... Ja. Sie sind dran. Sie sind dran und die halten auch. Ne? Also und Funktion zählt, das sage ich ja immer. Ja. Schön muss nicht. So. Form follows function. Was? Form follows function. Ja. So, kleine Drehpause. Seitenschneider organisieren und auf den Taxifahrer warten.
bevor das Taxi jetzt kommt, nimmst du die gute Kniepacks. Aber wir sollen ja keine Werbung machen. Nee, keine Werbung. Das ist keine Kniepacks. Das ist China-Ware. Ja, Helpmate. Nein, wollen wir nicht. Aber wir müssen jetzt Kabelbinder aus Metall durchschneiden. Mal sehen, ob sie das schafft. Oh. Wow. Na gut, danach ist sie im Eimer, aber mach mal weg die ganzen Kabelbinderreste. Und geht gut? Ja, geht gut. Also tatsächlich, also es sind Kabelbinder aus Metall, das muss man ja sagen. Ich hasse das übrigens bei Kabelbindern, wenn die Leute immer die Nupsis überstehen lassen. Oh, die ich auch. Das kann ich nicht haben. Das sieht so unfertig aus. Ne? Und jetzt machen wir hier aus eine professionelle Arbeit gerade. Damit schick aussieht. Ja, sieht doch schon gut aus. Wechselrichterposition müssen wir schon mal, glaube die Ecke. Ja, genau, überleg dir mal eben was. Ja. Ist der Wechselrichter Taxifahrer da, ne? Ja, Taxifahrer war da. Ja, warte mal, wo hat er den gelassen? Hier. Ja, hier haben wir den Wechselrichter, Stefan. Das ist ziemlich einfach. Das ist aber klein. Ja, das ist ein AP Systems. Ja, ich kenne nur den Wechselrichter, der bei mir in meinem Haus hängt, was ich ja vermiete. Ja. Ist ein bisschen größer. Na ja, gut, ich meine, das ist so schon auf. Da gibt's noch kleinere. Echt? Aber das ist ziemlich gut gemacht. Also das haben die AP Systems, ist einer meiner Favoriten. Okay. Muss ich echt sagen. Also, und mit App? Mit App? Da ist eine App, da gibt es eine App zu, ja. Das mit Direktverbindung. Ja, das ist mir ja wichtig, weißt du. Ja, du musst ja sehen, was du erzeugst, vor allen Dingen, was du dann einsparst. Ne? Ich würde mal sagen, den hängen wir hier so hin, stecken die Module dran und dann ziehen wir den noch mal ein bisschen ran und dann war es das, ne? Den tüdeln wir da rum und dann... Ja, aber wir arbeiten eh nur mit Tüdelband gerade. Also, das Niveau steigt ja jetzt nicht mehr. Nee. Also, Leute, da dürft ihr nichts mehr erwarten, jetzt, es bleibt also, gebastelt. Das wird jetzt nicht schöner. Es wird einfach effizient. Boah, die Leute werden uns abstrafen. Oh ja. Wie hier am Rumpfuschen sind. Alter. Shame. Hier kann man alles schöner machen. Das wissen wir. Wollen wir aber nicht. Wir wollen euch zeigen in einem One-Take, wie schnell das geht. Ja. So, was muss ich machen jetzt? Kabelbinder her. Kabelbinder. Du bringst den da ran. Ja, ja. Nach dem Motto, das war lange. Das hat er schon mal gemacht, das schafft er wieder. Genau. Alter, guck das mal. Einmal rumgefuscht. Alter, echt. Jetzt wirklich jetzt, ne? Und zack, erledigt. Oh, scheiße. Hängt gleich. Die gehen scheiße zusammen, die Dinger, ne? Jetzt bringst du... Hier gucken. So. Irgendwie ist der Verkehrturm hier. Warte mal, der ist der Verkehrturm. Warum ist das immer alles mit dir so ein Problem, Stefan? Nehmen wir immer neun hier, Alter. Ach, komm. Ist ja nicht wie bei armen Menschen hier, ne? Guck. Hat er einen? Ich kenne die etwas besser, muss ich echt zugeben. Ja, das ist auch alles... Gut, wir haben einmal das Fuschen angefangen und dann machen wir auch so weiter. Genau. So, jetzt zieh mal. Das wird was. Warte, nicht zu. Wir müssen den noch ranziehen jetzt. Ja, den hast du jetzt zu weit. Mach mal erstmal einen anderen ran, hängt. Und dann schneiden wir den wieder durch. Geht ja nicht anders. Seit wann lacht der Kameramann hier eigentlich mit? Alter, den kann ich auch nicht haben. Nur. Vielleicht habt ihr ihn an der Lache erkannt. Vielleicht. So, den ziehst du jetzt nicht so doll an, schneidest den anderen nochmal durch. Ja, ich mach mal nur so ein bisschen. Es ist wirklich schlimm, wenn man nicht mit Handwerkern arbeitet. Alter, du bist doch Ingenieur, Alter. Ich bin ausgebildeter Industriemechaniker, Kollege. Ja, aber eben Industrie. Das sind einfach keine Handwerker. Und jetzt habe ich wieder was Falsches. Genau wie der Industriemeister. Kein richtiger Meister ist. Nee, ist er nicht. Jetzt verlieren wir gerade Zuschauer. Ja. Was machst du denn jetzt? Er will nicht durchgehen. Ist der gute China-Seitenschneider am Ende? Ja. Oh, Alter, wirklich jetzt. Da ist nicht viel bei dir, ne? So mit Kraft, oder? Alter. Ja. Oder du hast den schon versaut? Ich hab den versaut. Oh, der hat ja nicht viel durchgehalten. Nee, wirklich nicht. Guck mal. Leute, wir müssen einen kleinen Drehstopp machen. Oh. Ah. So, weiter geht das Gefusche. Ein Drehstopp hier, ey. So, jetzt das passt. Den kannst du gleich anziehen. So, jetzt den zweiten Kabelbinder drin. Erstmal den zweiten Kabelbinder. Und jetzt halte ich das schon mal korrekt dran. So. Und gleich, sobald wir die Kabel stecken haben, ziehen wir alles richtig an. So, okay? So ist das erstmal gut. Lassen. Erstmal lassen. So, jetzt verlängern. Wir haben das schon vorbereitet. Zwei Meter Stücke. Ja. Von da nach da rüber ziehen. Und die restlichen Strippen einfach da irgendwo hin versenken, wo man sie nicht sieht. Ne? Guck mal, da kannst du ja irgendwo da lassen. Das hängen dann beim Nachbarn runter. Gut, das ist uns erstmal auch egal. Ich würde sagen, das ist egal, ne? Zum Laufen bringen ist angesagt. So, klick. Gleich den anderen auch ran. Nicht doppelt laufen die Wege. Hier.
Holger, Alter. Ich weiß doch, wie faul ich bin, Mensch. Da fliegt hier ein Kabel durch die Gegend. Oh, guckt euch mal die Schokoleitung an. Das ist so geil. Und vertüdelt bis zum geht nicht mehr, du. Ja, aber damit das ordentlich hier ist, muss ich das jetzt komplett alles da unten... Pass auf, wir haben das Niveau jetzt einmal komplett abgesenkt. Das wird nicht mehr geändert. Ich steck Kameramann, ich steck schon mal ran, dass wir vorankommen hier. Nein, das tüdelt ja alles hier entlang. So, alles schon mal klar gemacht. Da ist die Steckdose. Da ist eine kleine Rille, da kannst du den ganzen Gummischlauchkram verknallen. So, reinstecken tut Stefan. Einmal. Der Kameramann weiß gar nicht, wo zuerst filmen sollen. Ja, das ist voll fortgeschritten hier, wenn wir beide miteinander was machen. Ja. So, kannst du hinten schon mal zusammenstecken? Ich spüre ja, so. So. Ich steck schon mal. Vielleicht passt das. Passt natürlich genau nicht. Das gibt's nicht, ne? Warte, du kannst das ziehen. Du hast doch passt mal... genau nicht. Nein, hör auf. Das ist kein Witz. Dieses scheiß Gefusche, ey. Warte, oh. Das, wir kriegen's. Das wird was. Das wird was. Geil, passt. Die andere. Hier. Ich bin noch am Tüdeln hier. Ich dachte, du brauchst länger, dachte ich. Die musst du mal, die eine verabschiedet sich da gerade. Siehst du das? Kannst du da mal hingreifen? Jo. So, her damit. Ja, scheiß drauf. Ran da. So. Haben wir. Oh, guck mal, da unten kommt schon die Feuerwehr, Alter, weil wir hier PV machen. Ja, weil, weißt du. Da explodiert unmittelbar alles. Unmittelbar nach Reinstecken eines solchen Moduls in eine handelsübliche Steckdose kommt es zu Explosionen und Verwüstung in der Wohnung. So stand es mal in der Zeitung. Vor über 10 Jahren. Damals. Aber da hat man ja gelernt. Ja, nicht schön, aber... Okay, rein in die Steckdose. Fertig. Ich habe ein bisschen Kabel über. Pass auf, wenn du reinsteckst, kann knallen. Oh, dann auch vorsichtig sein. Nein. So, ja. So, haben wir irgendwelche Lampen an dem Wechselrichter? Tatsächlich weiß ich nicht, ob der jetzt der Stecker überhaupt funktioniert. Ne? Einschalten wahrscheinlich. Ne? Ja, das weiß ich nicht. Hast du eine Lampe, können wir checken. Stehlampe. Ja, ja. Der Wechselrichter hat auch eine Lampe, die leuchtet grün. Und wo ist sie? Unten. Willst du mich verarschen? Wie soll ich da hinkommen? Stefan, bücken. Da leuchtet nichts. Gut, dann gibt's einen Schalter. Ja, genau. Hier an der Seite. Oh, eine ganze Menge. So, der eine ist Licht. Ja? Und der andere ist das. Also nicht der obere. Der untere. Gut, so. Gucken, ob jetzt blinkt. Gucke ich, ob leuchtet. Ah, herrlich. Wir sind ja noch nicht hier, ne? Oh. Aber wir sehen an den Schalter, dass da was drauf ist. Ja, und die Lampe blinkt nicht oder was macht sie? Nur noch. Wie ist die Lampe hier? Alle 10 Sekunden ungefähr. Einmal alle 10 Sekunden? Oh. Junge, so kann ich nicht arbeiten. Nee, so kann man nicht arbeiten. Warte mal, ich habe auch hier nichts, was man reinstecken kann. Soll ich mal gucken? Ich hab was. Was hast du denn? Ein Ladegerät oder sowas. Ja, genau, Ladegerät. Warte. Ah, blinkt aber grün. Blinkt, alles klar, Stefan, zurück. Kameramann hat auch einfach draufgehalten jetzt, ne? Der hat überhaupt nicht abgeschaltet. Der hat nicht abgeschaltet. Ja, den ganzen Unsinn, den wir hier machen, hat er drauf. Ja, ist in Ordnung. So, okay, und das du? Läuft jetzt App raus, also Handy raus. App von der Verbindung hin, Herr Zaubern, irgendwie. Geiler Fusch. Müssen wir noch mal eben mit der Drohne starten, glaube ich, ne? Dass man das von außen sieht, wie schick wir das gelöst haben. Und, hast du was? Tatü. Verbindungsaufbau. Der hat was gefunden, ne? Ja, hat er schon. Ich habe jetzt Verbindung. Ja. Weil der wahrscheinlich noch nicht synchronisiert hat. Oder Bluetooth. Nee, warte mal. Ah, guck an. Alter, mein WLAN-Passwort. So, mein Balkonkraftwerk. Nee, mein WLAN-Passwort. Ach so, das WLAN-Passwort. Du, das habe ich nicht. Das ist ein scheiß WLAN-Passwort. Das gibt's doch nicht. Du musst das WLAN-Passwort wissen. Ja, irgendwo. Boah, es hakt an allen Ecken, ey. Einmal mit Profis arbeiten, ey. Ja, Alter, pass auf, ich bin Apple-Nutzer. Ja? Da machst du dann einfach nur eigentlich Ding und dann hat er das Passwort.
Aber gut, so, also WLAN, Information, Passwort. Ah, hätte ich auch drauf kommen können, dass das ist. Ich habe überall in allen WLAN-Netzen das gleiche Passwort. Ja, ich eigentlich auch, aber gut. Sollte man nicht, ich weiß. So, tatütata. Immerhin, WLAN wird schon mal eingestellt. Irgendwas macht der. Dauert zu lange. Verbindung erneut herstellen. Oh Mann, ey. Das richtige Passwort? Klar. Ja, ist es. Ach, der hat die Bluetooth-Verbindung gecancelt hier. Oh. Ja, es ist aus dem Bluetooth. Wenn man mal was schnell erledigen muss. Das sag ich dir, echt. Und nochmal. Hast Bluetooth hast verbunden? Ich bin in Reichweite, Bluetooth des Telefons ist angeschaltet. Du bist nervös, oder? Ich bin immer, also bei sowas, ich werde irre bei solchen Sachen. 2,4 GHz habe ich definitiv, weiß ich nämlich. Leute, wir müssen eine kleine Drehpause machen, dauert einen Augenblick, bis wir zum Laufen haben. Du schickst den einfach weg, seine Aura ist fort und es läuft. Ich kann dir das sagen, das ist oft so. Ich habe einen IT-Mitarbeiter. Bei mir geht nichts. Der schickt dich raus, oder? Der schickt mich raus und dann geht's. So geil. Also, um es mir zu zeigen, also sie erzeugen tatsächlich gerade 94 Watt. Ja, ist doch geil. Wir haben maximal bedeckten Himmel gerade. Ne? Ja. Also, da kann der Kameramann. Wir sollen das doch nicht sagen. So, hat er uns doch extra gesagt. Also da kann der Kameramann, nennen wir ihn. Egal wie, auch dahin filmen, da siehst du, dass die Sonne ihn nicht zerstört. Also, von 94 Watt bin ich überrascht gerade am Balkon, muss ich ganz ehrlich positiv sagen. Positiv überrascht. Positiv überrascht. Hätte ich nicht vermutet, weil ich kenne ja das Bremer Wetter. Ja. Und am Balkon jetzt 94 Watt zu haben mit Plastikmodulen, die nicht besonders diffuslichtfähig sind. Das ist geil, oder? Das ist einfach geil. Und mit dem Gefusche. Oder? Der Wechselrichter muss auch festgemacht werden. Ah ja, machen wir auch noch gleich. Das machen wir gleich noch. So. Also, das aber ist eine geile Nummer. Unter uns und immer unter uns. Das ist jetzt ein 600, kann ja auch in Zukunft die 800 Watt. Der wird wahrscheinlich in Zukunft umrüstbar auf 800 Watt sein, per Programm, vermute ich mal. Da, hier, 799 Volt Ampere. Alles gut. So. Das machen wir ordentlich, oder? Wenn wir da hinten was an das, da zeigen wir, dass wir auch was können. Wenn wir das machen, die Wand, dann machen wir es ordentlich. Machen wir schick, ne? In total geil. Oh, geil, ey. Also wir wollten jetzt einmal zeigen, wie einfach das ist. Ist ein Wandtaker gewesen quasi. Ja. Außer mit dieser App jetzt gerade. Aber irgendwas geht. Vielleicht meine Schuld gewesen. Die Aura. Okay. Aura, ihr habt kein Laudeleid, den habe ich halt hier. Ist meine Bürde. Musst du jetzt mitleben. Okay, wir wollen nicht lange quatschen. Genau. Fazit. Maximal schnell, wenn man es jetzt nicht so akribisch nimmt. Und sonst muss ich sagen, ich bin gespannt und ich werde euch natürlich zeigen, was jetzt die, ich sage immer Flexmodule. Laminate. Merkst die einfach. Ja, Mann, was die dann bringen. Ja, geil. Und dann, also lasst uns einfach mal gucken, spätestens in einem halben Jahr, dann ist der Sommer so quasi fast wieder im September vorbei. Wir haben jetzt gerade März, Ende März. Und wir haben, das ist das Geile, wir haben den Kameramann eben gefragt, es sind jetzt keine 30 Minuten vergangen. Nee. Und wir können ungeschnitten das Ding raushauen. Ja, tatsächlich. Alles klar. Also mega. In diesem Sinne, Holger, danke. Hat viel Spaß gemacht. Und ihr wisst ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch. Und ein Abonnement bei YouTube ist immer kostenlos, aber niemals umsonst. Leute, haut rein. Wir sehen uns. Tschüss.